Ja, ein Thema, was jetzt irgendwie bei dem Thema vom Bahnsteig zum Touchscreen aufkam, ist einfach, Markus hat uns ein Beispiel eben ganz schön gezeigt, wie dieses Thema bei uns auch ist. Wir entwickeln diese Icons in der Regel immer noch auf Pixelbasis. Aber klar ist bei uns auch das Thema, dieses Experimentierende, jetzt gerade dieses Beispiel Helmholtz, wo wir sagen haben, es sind so viele Icons drin, die eigentlich bei uns bei der Grundgestaltung eigentlich eher eine zweidimensionale Grundebene haben, also dieses Thema mit drei Farben und so nicht unbedingt relevant sind, sodass wir eigentlich jetzt genau diese Sachen eigentlich auch umstellen gerade und diese Seite jetzt unter weiteren Kriterien dann nochmal geprüft wird und auf diese verschiedenen Ansichten. Ich fand das spannend, dass Inder heute hatte mit den Abständen von den Texten, wenn es zu weit läuft, weil wir haben jetzt, wenn wir jetzt im responsiven Design dieser Seite, habt ihr auch vielleicht gesehen, einfach nur erstmal klassisch die Sache übertragen, dann haben wir doch teilweise weiter Abstände und die Grundtheorie, diese Impulsidee, die auch der Oliver Reichenstein schon mal hier eingebracht hat, dass man sich halt mit diesen Leseabständen neben dem einfachen Skalieren der Formate beschäftigt, das haben wir einfach auch zurzeit als Thema, aber das auch nochmal kritisch zu betrachten, welchen Content will man einfach auf dem Bildschirm dann irgendwie abbilden. Ein zweites Thema, wo wir eben auch in dieses Icon-Thema, wie Markus eigentlich sehr schön auch gezeigt hat, schon dran sind oder eingegangen sind, ist ein Teilaspekt dieses zweiten Blocks. Eigentlich war es am Anfang so, in München haben wir vor 12 Jahren, habe ich mal die Schrift für die U-Bahn gemacht und das ist nur ein Beispiel, was in so meiner gestalterischen Zeit, seit ich in der Praxis bin, so oder ihr wahrscheinlich auch alle irgendwo schon erlebt habt. Das erste Beispiel ist, vielleicht Adam kennt es vielleicht, das ist der Hauptbahnhof von Warschau vor Jahren gewesen. Das war noch eine Anzeigetafel, da musste man wirklich alles per Hand hinschieben. Die zweiten Beispiele sind eigentlich verhältnismäßig neu am Münchner Flughafen. Habt ihr viele vielleicht auch gesehen, das ist gerade so der Umbruch, wo man von den Blättertafeln LED-Tafeln zu den Monitoren wechselt und irgendwo ist da immer, sind wir am Bildschirm angekommen, auch im Raum und auch bei den Anwendungen, aber es geht einfach darum, wie kann man mit der Typografie eigentlich noch im Kontext mit der Technik die Idealbalance finden. Also das war damals die Schriftvorlage für die Münchner U-Bahn, die bei der Münchner Verkehrsgesellschaft im Einsatz ist. Die war damals schwerpunktmäßig für Signalisation und Printmedien natürlich ausgerichtet, ging dann irgendwann nach einem technischen Trick, der bei den Stadtwerken München lange gebraucht hat, dass man nur so eine Änderung ändern muss, ließ sie sich dann auch auf dem Bildschirm einsetzen und jetzt ist einfach so ein bisschen das Thema gewesen, wie kriegt man die konsistent in die Zeit, wo man, ob es mit QR-Codes ist oder jeder heute sein Smartphone in der Hand hat, eben eigentlich die Informationen und die Fahrgastinformationen auch auf dem Mobiltelefon mehr und mehr eben abruft. Und das ist der Weg, der gerade in der Fertigstellung ist, also diese Applikation wird es geben. Es gibt eine, die Fahrinfo, die kennen wahrscheinlich auch viele, die basiert jetzt hier auf Entwicklungen innerhalb der Münchner Verkehrsgesellschaft, wo wir versucht haben, einfach bestimmte, auch bekannte Elemente nochmal zu übernehmen. Und die Lesetypografie, wie es vorhin auch oder heute schon mehrfach als Thema war, auf Abstände des Leseabstandes zu optimieren. Ein Aspekt, der dabei kam, habe ich jetzt leider als Bild nicht dabei, ist das Thema, wenn man bei Nacht oder abends im Dunkeln diese Anwendung hat, was halt viele kennen und dann nochmal nachschauen wollen, dann strahlt einem eigentlich der komplette iPhone-Bildschirm entgegen. Und in dem Moment jedenfalls die Option zu haben, die Schrift auch nochmal, oder das Interface zu switchen auf eine Dunkelansicht und die weiße Schrift nach vorne zu nehmen. Was die Schrift an sich betrifft, die Dialog ist als Webfont zur Verfügung, wird dort eingesetzt. Das ist nochmal das Thema mit den Abständen, dass man irgendwie guckt, wie lese ich eigentlich Fahrpläne am Bahnsteig und im ähnlichen Abstand habe ich eigentlich auch beim iPhone, wenn ich oder dem Smartphone, wenn ich es in der Hand halte. Ein weiteres Thema ist, dass vor einiger Zeit ein Konsortium zusammengesessen hat zu einer Lesbarkeitsstudie, DIN, da könnte jetzt der Ralf, ich weiß nicht, wo ist, da, Ralf, und Indra wahrscheinlich viel zu sagen. Ich bin durch Linotype dann involviert worden in dieses Thema, weil wir die Basis hatten zu sagen, okay, nach diesen Kriterien, die dort so überlegt wurden für eine optimale Lesbarkeit, versuchen wir auch die Dialog quasi, die sehr viel schmaler lief. Indra hat das ein Beispiel heute gezeigt, das schmallaufende Song
Schrift nicht unbedingt gut lesbar sind. Das war das Thema auch bei der Dialog, jetzt auch gerade am Bildschirm, sodass es gerade jetzt diesen Switch gibt, ich zeige hier nur mal Beispiele. Ich habe jetzt nicht den Vergleich mit der aktuellen Dialog, aber die Schrift läuft insgesamt etwas breiter, etwas weiter und man versucht eigentlich das, was hier so in diesem Hochlesbarkeitsbereich definiert wurde, die Proportionen zwischen Innenraum und Grundstrich auf eine neue Variante der Dialog zu übertragen. Das ist eigentlich der Aspekt, so wird die Dialog dann in der Form dann auch in der Anwendung sein, also ein bisschen weiterlaufen als die bisherige, die in U-Bahn-Bereich im Einsatz ist. Das zweite Thema, was wir damals entwickelt hatten, war ein großer Satz von Piktogrammen. Das kommt so ein bisschen in das Thema, was ich sehr genial finde, was eben Christa dargestellt hat mit der Uhr. Im Print war das damals kein großes Problem. Da ging es auch darum, mehrere Layer übereinander zu legen und die ganzen Piktogramme, sage ich mal, wie einen Baukasten zusammenzubauen. Jetzt sind wir aber in der Situation, was machen wir mit den Icons, die in der Anwendung sind? Und da sind wir jetzt eigentlich auch diesen Weg gegangen, dass wir, was diese Überlagerung betrifft, eigentlich auch an die Grenze erstmal gekommen sind, dass das nicht möglich ist, dass man, sage ich mal, bestimmte Zeichen, Piktogramme durchgestrichen oder so darstellt. Aber die einfachen Zeichen, die wir in der Anwendung haben, die wir doch versucht haben, eben als Webfont jetzt eben nur einzusetzen. Und da war es einfach wichtig, die ganz enge Zusammenarbeit einfach direkt mit der Technik. Und Andreas ist deswegen da, weil er eigentlich derjenige ist, der mit uns dort die ganze Zeit nebeneinander getestet hat und ausprobiert hat. Dem übergebe ich jetzt eigentlich das Ganze nochmal so aus der technischen Sicht zu zeigen, was so die Beweggründe waren hinter der Programmierung. Danke. Kann man mich hören? Ja. Ja, also wir stehen da natürlich im Endeffekt vor ähnlichen Problemen, wie sie gerade schon geschildert wurden. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Devices. Schon allein, wenn wir auf dem Smartphone bleiben, gibt es unheimlich viele unterschiedliche Auflösungen, Größen und so weiter. Und wir stehen eigentlich vor der Herausforderung, dass wir jetzt ein Piktogramm möglichst scharf gerendert und möglichst optimal dargestellt in unterschiedlichen Auflösungen anzeigen wollen. Wie kriegen wir das hin? Ohne dass wir für jedes Smartphone eine eigene App programmieren, ohne dass wir für jeden Browser ein eigenes HTML-CSS-Markup schreiben. Die Lösung wurde gerade prinzipiell schon angesprochen. Wir entwickeln letztendlich eine HTML-CSS-JavaScript-Applikation, die die Applikation selber darstellt und abwickelt. Das heißt, wir entwickeln nicht nativ in iOS oder in Android, sondern schaffen eigentlich eine wie Web 2.0 geartete Applikation, die über JavaScript-Funktionalitäten abbildet und Darstellung über HTML und CSS ermöglicht. Das ermöglicht uns dann gleichzeitig auch, auf alle Devices Webfonts mitzunehmen und in allen Devices diese Schriften auch zur Verfügung zu haben. Und ich will nur kurz erklären, wie das funktioniert prinzipiell. Es ist so, dass wir die einbinden, die Fonts, in diesem Fall ein bisschen anders als vorhin beschrieben, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Also sprich, wir haben Buchstaben, der gestylt wird und erreichen damit, dass wir auf verschiedenen letztendlich Rasterstufen, die sich sehr oder nicht sehr unterscheiden können, abhängig davon, wie unterschiedlich die Auflösungen und Größen sind, dargestellt werden. Schritt 2 dabei ist, dass man diese Web-Applikation, die natürlich schon mal prinzipiell in so einem Liquid-Design angelegt sein muss, also sprich das ganze Interface muss sich verschieben können, muss größer und kleiner werden können, muss sich halt minimal anpassen können und muss insofern halt auch vom Design her schon sehr variabel gedacht sein und es muss viel überlegt werden, wie wachsen Schriften, in welche Richtung, wo muss ich mit Umbrüchen rechnen, wo muss ich schon gleich an Abkürzungen denken, weil lange Namen vielleicht nicht funktionieren. Diese fertige sozusagen HTML, CSS, JavaScript-Applikation, die eigentlich fest im Browser läuft, also im Mini-Browser, wird mit Tools über wiederum eine native Entwicklungsumgebung ohne eigentliche Codierung transformiert und in eine App umgewandelt. Dafür gibt es verschiedene Anbieter. In aller Munde zurzeit ist PhoneGap
Das funktioniert wirklich so, dass man halt eine HTML-JavaScript-CSS-Applikation entwickelt, genauso wie man Web-Anwendungen mit Interfaces, Icons, Buttons und so weiter zusammenstellt, die ganzen Funktionalitäten hinterlegt, API-Aufrufe macht und so weiter, das Ganze zusammenpackt und durch diesen sozusagen Compiler jagt und man erhält hinterher Apps für alle Varianten und kann dann zum Beispiel die halt in den App Store einstellen, in den Android Store einstellen oder in die ganzen Hersteller Stores einstellen und dafür sorgen, dass die auf den Geräten verfügbar ist. Das heißt, was man damit geschafft hat, ist, man hat für unterschiedliche Devices auf einer Codebase aufgebaut und vor allen Dingen auch mit denselben Assets an Webfonts erstmal bis hierhin eine einheitliche Darstellung geschaffen und kann die zentral gestaltet, zentral mit visueller Identität versehen, auf alle Geräte aussteuern. Das heißt, so etwas, das wurde ja gerade auch schon angesprochen, gehört dann der Vergangenheit an, wenn man den nächsten Schritt geht, weil in dem Fall wäre es ja noch so, dass man unterschiedliche Icons anlegt. Wenn man den nächsten Schritt geht und sagt, können wir nicht eigentlich auch Icons mit in die Fonts hineinnehmen? Wir haben das in der App schon so gemacht, das heißt, haben diese Icons damit eingebunden. Das heißt, hat zur Folge, wir können die skalieren, wir können die natürlich mit unterschiedlichen Effekten hinterlegen und wir können die abhängig davon, wie das System, auf welchem System wir uns befinden, die natürlich auch teilweise unterschiedlich aussehen lassen. Das heißt, uns auch einen Schritt weit einfühlen in Android-Interface oder in iOS-Interface und haben eigentlich genau die Vorteile, die gerade schon sehr gut beschrieben worden sind. Deswegen müsste ich die, glaube ich, nicht nochmal im Detail erläutern, aber das heißt, wir können sie wunderbar skalieren, wir haben unheimlich geringe Downloads, beziehungsweise geringe Größe der App. Wir müssen uns nicht Gedanken machen darüber, dass ein Device vielleicht 10, 20 Pixel breitere Icons benötigt als ein anderes und stehen einfach dann im Hintergrund auch wieder Retina, nicht Retina, riesengroße Auflösung, kleinere Auflösung vor einer unheimlichen Reduktion der Kosten, vor allen Dingen in der Umsetzung auf technischer Seite hinterher. Und damit würde ich wieder an Helmut zurückgeben. Ein Aspekt noch, den wir zeigen wollten, den hat aber auch Markus vorhin schon gehabt. Das Thema ist bei den Piktogrammen. Wie kann man dann nochmal einen Browser wechseln? Irgendwo da drunter. Da. Genau, also das, was Markus hatte es vorhin, das Thema mit den Größen der Piktogramme, das haben wir auch bei den Münchner Verkehrsbetrieben, wenn man auf Basis jetzt der Piktogramme geht, dass wir so Tests halt machen oder jetzt gucken von den Pixelgrößen her, ab wo muss man einfach in die Piktogramme eingreifen. Also bestimmte Größen hat man natürlich dann groß skalierbar, aber ab einer bestimmten Größe laufen dann zum Beispiel bei den Buszeichen die Prinzen innen zu und bei dem Bus sieht man in einer bestimmten Größe dann auch die Räder nicht mehr. Also diese Korrekturen dann nochmal im Detail zu machen, dass man nicht sagt, ein Piktogrammfont funktioniert eigentlich von der kleinsten Pixelgröße bis zu einer bestimmten Größe. Die Situation haben wir bei den Münchner Verkehrsbetrieben, dass man trotz der verschiedenen Devices eigentlich so eine Minimalgröße ja definieren kann, von der man ausgeht, an den Smartphones und soweit man nach oben skaliert, ja dann im Endeffekt dann auch flexibler wird. Genau, also das sind diese Sachen, die wir im Rahmen der Piktogramme noch eingebracht haben. Ja, das war eigentlich das Thema dazu und vielen Dank. Vielen Dank euch dreien für die Einblicke in die Praxis.